Guten Morgen, meine treue Fangemeinde. Ich hoffe, der eine oder andere, der eben im Livestream dabei war, kommt wieder zurück. Denn ihr habt dann jetzt erkannt, wo meine Prioritäten sind. Die sind auf Familie. Also, zurück zum Thema. Ich wünsche euch einen wunderbaren guten Morgen. Ich bin die Paragrafen Silvia aus Hennef und ich erzähle euch was zum Thema die fünf Menschen, mit denen du dich umgibst. Einige von euch hier sind wahrscheinlich auf dem Pfad der Persönlichkeitsentwicklung, wie ich mich da vor 5 Jahren auch hinbegeben habe. Und dann ist mir immer wieder der Spruch begegnet, du bist die 5 Menschen, mit denen du dich umgibst. Jo. Okay, das ist verständlich, wenn man so überlegt, wie sehr man ja doch von außen geprägt wird. Dann ist jetzt in der letzten Woche, ich habe einige Mentoring-Menschen, die mir vertrauen und die sich hier bei mir in der Persönlichkeit entwickeln. Und da ist immer wieder die Frage aufgetaucht, ja, wenn ich denn endlich rausgefunden habe, was diese 5 Menschen sind, wer diese 5 Menschen sind, die mir gut tun und die mich in meiner Entwicklung weiterbringen, und wie bitte soll ich mich mit denen umgeben? Also das ist eine Aufgabe, vor der ich auch stand. Übrigens, du merkst vielleicht, ich spreche nicht von Problemen, eher selten jedenfalls. Ich finde, Aufgabe oder Herausforderung schreit eher nach Lösung und deswegen benutze ich die Formulierung auch. Also die Aufgabe, die es zu lösen gilt, also bei mir war das vor rund 3 Jahren, habe ich gedacht, super, der Spruch ist, gibt es kein anderes Wort, der ist G-Punkt. Die 5 Menschen, mit denen ich mich umgebe. Ist gut. Ich hätte gern Thaddäus Koroma, Tobias Beck, Wolfgang Sonnenburg, Bob Proctor und ja, da, also ne, alleine diese 4 sind schon eine echte Herausforderung. Da stand ich dann da mit meinem Wissen und dachte, okay, und wie mache ich das? Leute, die einen Tagessatz von 20.000 Euro haben, ist jetzt eher nicht so meine Welt gewesen. Da kann ich euch jetzt eine leichte Hilfe geben fürs Wochenende. Und zwar, die 5 Menschen, mit denen du dich umgibst, ist nicht nur körperlich zu verstehen. Es gibt dich nämlich nicht nur körperlich, sondern es gibt dich auch geistig und im Herzen. Das heißt, für mich, so habe ich das damals dann ausgelegt, weil sonst wäre ich ja ne, immer wieder mit dem Kopf vor der Wand, das geht ja nicht. Ne? Ich habe meine Glühbirne hier, die ist so weit weg, die, ne, da ist mir dann irgendwann ein Licht aufgegangen und ich habe gedacht, ja, okay, im Herzen und im Kopf kann ich mich auch mit denen umgeben. Also fange ich mal damit an, dass ich Videos bei YouTube gucke, dass ich Bücher lese und dann ist gestern Abend mir noch eine tolle Sache aufgefallen, eingefallen, die ich dann auch an meine Mentoring-Kunden weitergegeben habe. Es gibt mittlerweile zum Beispiel von Gedankentanken die Möglichkeit von den großen Veranstaltungen, die die machen. Also gestern war mal wieder Rednernacht in Berlin. Wunderbare Menschen waren da wieder auf der Bühne. Und da gibt es die Möglichkeit, Livestreams zu kaufen. Also einen Zugang und du musst nicht mehr, weil oft ist ja die Aufgabe auch, ja, wie komme ich denn bitte nach Frankfurt, München, Berlin, wie mache ich das denn? Alles überhaupt in digitalen Zeiten kein Problem mehr. Du kannst dir die Livestreams kaufen und für kleines Geld kannst du dabei sein, kannst dich inspirieren lassen. Du kannst sagen, einmal im Monat gehe ich zur Gedankentanken-Rednernacht und lasse mich aufpushen mit irgendwelchen guten Gedanken. Also da hast du die 5 Menschen, mit denen du dich umgibst. Du musst es nicht nur körperlich machen. Ja? Und wenn du dann soweit bist, dass du genug von denen genossen hast, dann kannst du auch den weiteren leichten Schritt gehen, den ich gegangen bin. Nämlich dir überlegen, wenn du dann denen zum Beispiel auch bei Social Media folgst und tolle Kommentare hinterlässt und dich bedankst. Also was kann ich den Menschen geben, damit ich vielleicht easier in diese Umgebung komme, damit ich näher komme meinen Idolen, meinen Mentoren, meinen Coaches, Menschen, die mich inspirieren. Wie komme ich dahin? Und Hashtag geben ist das neue Nehmen. Ich
Bei mir gipfelte das irgendwann darin, und das war einer der glücklichsten Tage in meinem Leben, dass ich zur Crew von Tobias Beck bei einem Event berufen wurde. Und das war einfach eine großartige Erfahrung, energetisch, lerntechnisch. Ich kann euch das nur empfehlen, macht euch einfach auf, wenn ihr Vorbilder habt, folgt denen, seht zu, wie ihr möglichst viel von denen inhalieren könnt, umsetzen könnt in eurem Leben, berichtet von euren Erfolgen, seid dankbar, gebt. Ja, das soll es gewesen sein für diesen Teil 1. Für Tobi, sieh zu, der sollte nochmal zurückspulen. Ich habe was zu dir gesagt und wie toll es bei dir in der Crew ist. Also, die 5 Menschen, mit denen du dich umgibst. Such dir solche Menschen wie Tobi Beck und dann wird das Leben echt, echt geil. Ich wünsche euch einen wunderbaren Sonntag. Vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt. Und wenn ihr das gut findet, das Ding hier, dann teilt es, dass es rauskommt in die Welt. Die Paragraphen-Sylvia grüßt euch aus Hennef. Voller Frühlingsbegeisterung. Ciao!